Es war ja mal wichtig, hier anzukommen. Es war alles hektisch und kurzfristig. Und jetzt bin ich hier und jetzt werden wir Tag für Tag uns vorarbeiten. Es ist normal, dass es viele Eindrücke sind, dass man sich Meinungen einholt und in der Kürze der Zeit jetzt einfach einen Plan festlegen, wie wir am besten gegen Kiel gewinnen. Das ist die Aufgabe. Das ist richtig, dass man nicht einen Plan jeder Mannschaft einfach umstülpen kann. Und deswegen werden wir was entwickeln. In der Endproduktion soll es erfolgreich sein und weiter nach oben gehen in der Tabelle. In Augsburg war es so, dass ich 4 Jahre Zeit bekommen habe und zum Schluss waren wir 5. in der Bundesliga. Also von daher, der Fußball ist schon so einer, der mir gefällt. Wenn Sie sich die Spiele anschauen, dann haben wir auch hier in Nürnberg damit schon gewonnen. Und so wollen wir das Ganze auf Basis des jetzigen Kaders eben entwickeln. Wichtig wird sein, dass wir gemeinsam eben die einfachen Dinge auch gut umsetzen. Und da geht es darum, eben kompakt zu sein, aggressiv zu sein und im eigenen Ballbesitz eine Idee zu haben. Aber heute ist Mittwoch, ich bin seit gestern hier, Sonntag spielen wir schon. Also es sind nur 3, 4 Trainingstage, um das der Mannschaft beizubringen oder zu besprechen. Und ich hoffe, dass uns das gelingt. Wir machen ja das Ganze dafür, dass wir uns den Fans präsentieren bzw. Wollen auch die Unterstützung und das Interesse und deswegen war das sehr angenehm. Und ja, ich kenne es aus Schalke und aus Stuttgart und da war es auch immer sehr, sehr besucht, sehr gut besucht und ja, das macht auch Spaß, wenn jemand zuschaut.